Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. So heißt der Spruch, da glaube ich im Deutschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg-Joggle66, Stunde der Wahrheit. Ein Video, das ich eigentlich noch gar nicht machen wollte, weil es geht um ein Buch, das ich dann doch noch mal zwischendurch einschiebe. Ich werde das auf dem rein deutschen Kanal veröffentlichen. Jetzt schaut ihr aber erstmal den Hauptkanal. Ja, weil ich auf dem Hauptkanal diese erste Lesung mache, um damit Reklame zu machen, doch bitte schön zu den Lesungen dieses Buches auf den rein deutschen Kanal überzuschalten. Da wird diese Lesung stattfinden ab Mitte Februar, weil am 14. Februar kommt der letzte Teil raus von Das Salz der Erde, das ich gestern fertig gelesen hatte. Und nach ein paar Tagen Pause kommt dann dieses erste Video daraus, das über das Buch geht, Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Das Buch ist von Margaret L. Sheppard. Und Margaret L. Sheppard ist eine konvertierte Nonne unter dem Schwesternamen Magdalene Adelaide. Sie lebte zwischen 1859 bis 1903. Und was ich euch hier vorlese, ist eine Neuauflage des selten antiquitarischen Originalbuches von 1889, von dem es anscheinend auch noch zwei verschiedene Versionen gab. Weil erst habe ich nur diese Version gehabt, wo es ging um das Thema, das ist ja schon grausam genug, die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Und später habe ich das ganze Buch entdeckt. Und meine liebe Schwester Renate hat sich dann hingesetzt und hat das Buch übersetzt. Ich habe es dann editiert, also mit anderen Worten die Übersetzung nochmal hier und da, wo es nötig war, korrigiert und das Buch mit eventuellen weiteren Links versehen, dass man bestimmte Dinge auch im Internet nachschauen kann. Und dieses Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin im Englischen. Ich hatte es mir auf jeden Fall bestellt und habe sie an der Hand gehalten und dachte, das ist ja so interessant, das muss man einscannen und das muss man dann vielleicht übersetzen. Und ich hatte halt normalerweise geplant, normal gesehen, Entschuldigung, ich mische immer ein bisschen flämisch rein, ich lebe zu lange in Belgien. Ich hatte normalerweise geplant, nach dem Salz der Erde den Kosmologie-Konflikt auf dem rein deutschen Kanal zu machen. Das werde ich aber jetzt noch ein wenig nach hinten schieben, weil ich erst dieses Buch hier machen möchte. Und dieses Video kommt jetzt halt auf dem Hauptkanal erst raus und auch auf dem rein deutschen Kanal, dann ein wenig später. Aber dieses ist das einzige Video dieser Lesung, das auf dem Hauptkanal Joggle66, wo ja Deutsch, Englisch und niederländische Videos erscheinen, rauskommt. Weil ich da sonst viel zu wenig Platz habe für meine Videos rauszubringen. Wir sind da ja immer noch beschäftigt. Gehe ich mal davon aus, in der Zeit, wenn dieses Video rauskommt, dass wir immer noch mit modernen Kriegen beschäftigt sind. Meines Erachtens kann die Serie nie aufhören. Dafür ist sie viel zu interessant, viel zu spannend und viel zu wichtig. Dann habe ich noch Ja, sollte Gott gesagt haben, in Deutsch und in Englisch. Und dann mache ich hier und da auch noch mal ein anderes Video und vielleicht mal ein Video von Tom. Von daher ist die Zeit dazu begrenzt, um auch noch diese Lesung damit rein zu quetschen, mehr oder weniger. Dann mache ich das auf dem rein deutschen Kanal. Da habe ich ein bisschen Platz. Und deswegen kündige ich das jetzt hier an. Wenn ihr dieses Buch verfolgen wollt, wenn ihr das mitschauen wollt, die Lesung, dann schaltet über auf den rein deutschen Kanal. Ein Buch von einer konvertierten Nonne mit dem doch ziemlich vielsagenden und gleichzeitig grauenvollen Titel Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Und jetzt fangen wir dann an mit dieser ersten Lesung, die wie gesagt die einzige auf diesem Hauptkanal bleiben wird. Wenn ihr interessiert seid, das ganze Buch zu lesen, dann schaut euch da die Spielliste zu an auf dem rein deutschen Kanal. Enthüllung über die geheime Beichte vor dem Priester. Das ist das erste Kapitel in diesem Buch. Da möchte ich gleich noch mal etwas zu sagen. Wenn es über die Enthüllung, über die geheime Beichte vor dem Priester geht, dann ist dieses Buch sicher nicht uninteressant, aber es gibt noch viele weitergehende und tiefergehende Bücher in diesem Thema. Das Buch der Margaret L. Sheppard ist nur knapp 46 Seiten lang. Kein Vergleich zu zum Beispiel Charles Chiniquys Buch Der Priester, die Frau und der Beichtstuhl, das es ja auch im Deutschen gibt, das aber, glaube ich, da ein wenig editiert ist und das Englische halt The Woman, the Priest and the Confessional heißt. Sehr interessantes Buch, sehr interessantes Thema. Ich möchte darauf nur hinweisen,
wenn ihr euch für dieses Thema interessiert und wenn ihr sehen wollt, wie brutal die römisch-katholische Kirche auch wirklich mit Frauen, hauptsächlich in der Ohrenbeichte, das nennt man im Englischen Auricular Confession, also in der Ohrenbeichte vor allem sich mit Frauen umgeht, dann könnt ihr auch mal reinschauen in die Werke von Alfonso Liguori. Ich habe damals ja mit Victor, als ich die Serie gemacht habe, der systematische katholische Kindesmissbrauch, ein paar Lesungen gemacht aus dem Buch von dem Grassmann von 1937 über Alfonso Liguori und eben seine Moralvorstellungen, weil die Moralvorstellungen der römisch-katholischen Kirche sind ja nicht die Moralvorstellungen eines normalen Menschen und schon gar nicht die eines, ich sag mal jetzt, normalen Christen. Und wir hatten damals die Lesung gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, von Robert Grassmann, ein Buch von 1937, das in total 52 Seiten hat, wo eben auch unglaublich viel geschrieben wurde über welche Fragen der Priester den Frauen stellt und wie er diese Fragen im Grunde moralisch verantwortet. In diesem Buch geht es nicht so sehr darüber, wie die moralisch verantwortet sind, aber solche Nachforschungen dürften für euch durchaus interessant sein, selbst mal zu machen. Ich werde nachher den Link von dem Grassmann-Buch, das auf meinem Archiv ist, hier zufügen in die Beschreibung dieses Videos. Und dieses Buch selber ist inzwischen auch schon auf meinem Archiv veröffentlicht. Und ihr könnt also, anstatt meine Lesung jetzt zu verfolgen, das Buch gerne selber lesen. Ihr könnt das Buch neben der Lesung verfolgen. Ihr könnt es auch weitergeben an andere, um sich darüber zu informieren. Und ihr könnt euch vor allen Dingen auch mal darüber informieren, inwieweit das Buch heute noch gültig ist. Und ich kann euch sagen, aufgrund meiner Erfahrung von allem, was ich in den letzten Jahren über die römisch-katholische Kirche gelesen, gelehrt und gelernt habe, dass die römisch-katholische Kirche treu ihrem Motto Semper Eadem ist, das heißt die Unveränderliche. Das heißt, die verändert sich nicht. Es sind nur bestimmte Dinge, die werden manchmal vollständig durchgesetzt und manchmal nicht vollständig durchgesetzt. Dass sie vielleicht mit der vollständigen Durchsetzung dieser Dinge heutzutage hier und da ein wenig anders verfährt, das kann sein. Aber im Grunde hat sich an dem ganzen Prinzip der Ohrenbeichte in der römisch-katholischen Kirche durch die letzten paar hundert Jahre nichts, aber auch wirklich gar nichts verändert. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Könntest sagen von, ja, Jörg, das ist ein Buch über 100 Jahre alt, das ist doch heute, das ist doch gar nicht mehr aktuell, so ist es doch heute nicht mehr. Naja, vielleicht bei uns in Deutschland nicht. Wir sind auch noch nicht so katholisch, wie sie in anderen Ländern sind, aber dann schaut euch mal an, wie das in Spanien ist. Dann schaut euch mal an, wie das vor allen Dingen auf dem Land, in Spanien, in wirklich erzkatholischen Ländern, wie zum Beispiel in Lateinamerika ist. Ja? Da sprechen wir über eine andere römisch-katholische Kirche als die in einem zwischen Anführungszeichen noch freien Land, wie Deutschland das im Augenblick ist. Und auch in Deutschland gibt es sicher noch Orte, wo die Beichte so durchgeführt wird, wie sie hier durchgeführt wird. Und abgesehen davon, das ist jetzt mal ein kleiner Schlenker in die Neuzeit, was damals der Priester durch die Beichte erfahren hat, entweder von der Frau oder von dem Mann, oder von den Kindern. Ja, von den Kindern. Weil hier kommt der römisch-katholische Kindesmissbrauch ganz stark zum Tragen. Die Priester haben ja die Vertrauenssituation, die sie gegenüber den Kindern hatten, missbraucht, um sich an den Kindern sexuell zu vergehen. Da kommt ja der ganze Kindesmissbrauch überhaupt erst her. Da hatte ich aber, glaube ich, auch in meiner Serie über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch drüber gesprochen. Ja? Der Kindesmissbrauch ist einerseits eine Folge der Idolatrie der Priester und auf der anderen Seite eine Folge dessen, dass sie eben diese Macht, die sie im Beichtstuhl haben, vollständig ausnutzen. Ja? Die können ja die Kinder beeinflussen und können den Kindern welche möglichen Strafen auch immer auflegen, die sie ja glauben, weil Kinder glauben ja nun mal die Dinge, die eine Autoritätsperson ihnen sagt. Und was ist ein Priester, wenn nicht eine Autoritätsperson für ein kleines Kind? Ja? Also worauf ich hinaus will, ist zu sagen, von wenn das heute vielleicht auch ein wenig anders ist, weil wir heute mit der Technik, in der wir heutzutage leben, dass die römisch-katholische Kirche durch den Staat überall in unser Privatleben sowieso eindringt, durch Mikrofone und Kameras mitlaufen zu lassen, wo wir überhaupt keine Ahnung von haben, hauptsächlich natürlich mit
diesen Telefonen, die sich da Smartphones nennen und solche ganzen Sachen. Smartphones, Laptops, Tablets, Computer zu Hause. Ich meine, ich habe keine Kamera an meinem Computer, aber jeder, der eine Kamera daran hat, ist sich davon auch bewusst, wenn man den Computer niemals vom Netz nimmt oder niemals den Stecker zieht, dass eventuell solche Dinge auch ferngesteuert werden können. Ganz sicher zu Zeiten von Windows 10 und Windows 11. Da muss man sich nur mal eben die genauen Gebrauchsvorschriften dieser Software, dieser Programme durchlesen. Da steht mit drin, dass man den Computer im Grunde gar nicht mehr hat, dass das gar nicht mehr euer Eigentum ist. Deswegen wollte ich früher nie ein Windows 10 haben, aber irgendwann kommt man da nicht mehr drum rum, wenn man noch Videos machen will und seinen Computer ans Internet anschließen will und dafür sorgen will, dass man noch einigermaßen zwischen Anführungszeichen up to date ist, ne? Also mit der Zeit mit kann. Gut, jetzt habe ich den auch, aber ich habe halt keine Kamera. Aber viele Leute haben das. Und denkt doch mal an die Smartphones. Wie viele Kameras sind da nicht drin? Wisst ihr wirklich, ob wenn ihr das Telefon ausschaltet, die Mikrofone ausgeschaltet sind? Wisst ihr wirklich, was die alles mithören? Wisst ihr wirklich, wo überall Kameras und Mikrofone angebracht sind heutzutage? Ich meine, ich lebe hier in Belgien und hier gibt es ständig darüber Skandale, dass in den Studentekoten, wie das in Flämisch heißt, das sind also Studentenwohnungen, ja, das sind die Studentenheime oder das sind Wohnungen, wo Studenten halt ein Zimmer haben oder mehrere ein Zimmer haben und eine gemeinsame Küche und sowas, wie da von Anfang an Kameras mit drin sind. Teilweise ist das sogar vom Staat gebilligt, weil man eben überwachen will, wie die Leute sich darin verhalten, nicht, dass da Vandalismus passiert oder sonst irgendwas. Können wir da wirklich sicher sein, dass es da in solchen Dingen nicht überall versteckte Kameras, versteckte Mikrofone und alles drum und dran gibt? Und heutzutage gerade mit den sozialen Medien, ja, Facebook, X und LinkedIn und wie der ganze Kram alles heißt, da teilt doch jeder jeden möglichen Quatsch mit damit drauf. Ja? Jede Kleinigkeit wird mit anderen Leuten damit geteilt. Da werden Telefonnummern weggegeben, da werden E-Mail-Adressen weggegeben, da werden Adressen weggegeben, da werden Namen weggegeben, da werden Bilder veröffentlicht unter anderem. Ja, dass es von mir kein Bild auf dem Internet gibt, ist Absicht. Ja. Aber vielen ist das eben nicht so, weil eben der Staat immer mithört. Und da der Staat der Vasall der Kirche ist, wie wir ja schon in einigen Lesungen festgestellt haben, hört die Kirche immer mit. Und das ist natürlich der neue Beichtstuhl, sage ich jetzt mal, die Information, die die Kirche sich daraus holt. Ganz besonders die Jesuiten sind da ja sehr erfindungsreich. Die haben ja auch die Beichte zu dem gemacht, was wir oftmals hier jetzt auch in diesem Buch, wo wir jetzt lesen können, auch wenn die Jesuiten ja nicht explizit erwähnt werden. Aber die waren ja die Meister des Beichtstuhls, vor allen Dingen bei den führenden Personen in der Gesellschaft, also den Aristokraten. Und natürlich den Königen und Prinzen und so weiter. Und haben dadurch, und ein Beispiel ist ja nur mal König Ludwig XIV. Mit seinem Beichtvater Louis de la Chaise, der ihn gesagt hat, ich kann dich von dieser Sünde, die du mir gebeichtet hast, nicht freisprechen, außer, das hat er dann nach einer bestimmten Zeit gesagt, außer du widerrufst das Edikt von Nantes. Und damit wurden Zehntausende, Hunderttausende Hugenotten zum Abschuss freigegeben, ja, im 17. Jahrhundert. Und wir wissen ja, wo das da draußen hinausgelaufen ist. Also zumindest diejenigen, die meine Lesungen verfolgt haben, wissen das, weil das wurde oft genug zur Sprache gebracht. Somit sind die Leute erpressbar. Ja, das kommt dann ja nochmal eben zu. Und genau mit solchen Sachen handelt das Buch hier eben auch. Hier halt nicht auf die Moderne bezogen, wie wir es heute im 21. Jahrhundert haben, aber das müsst ihr halt im Hinterkopf behalten, dass eben die Art und Weise, wie die römisch-katholische Kirche ihre Informationen bekommt, natürlich auch mit der Zeit angepasst ist. Sie hat immer noch den Beichtstuhl, aber daneben hat sie auch noch diese ganzen anderen Mittel, die ich gerade eben genannt habe. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, was die ehemalige Ordensschwester mit Namen Magdalene Adelaide uns Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt gemacht hat mit diesem Buch oder Ende des 19. Jahrhunderts, weil es kam ja raus 1889. Und damit beschäftigen wir uns jetzt. Aber ihr müsst das eben auch immer in die Gegenwart übertragen. Dafür studieren wir ja diese Geschichte.
Dass wir mit offenen Augen in die Zukunft gehen, dass wir die Dinge, wenn Geschichte sich wiederholt, verstehen, dass wir es erkennen können und dass wir die Hintergründe davon begreifen. Deswegen mache ich ja auch mit Marius und Gerald die Serie Moderne Kriege. Ist ja im Grunde derselbe Punkt. Aber das ist hier ganz sicher auch so. Also wer sagt, ach Jörg, die Beichte, das ist heute alles nicht mehr so, wie das damals war. Naja, bei dir im Dorf oder bei dir in der Stadt vielleicht nicht, aber es gibt noch durchaus Plätze, wo das so ist. Ganz sicher in anderen, noch katholischeren Ländern, als unseres bereits eins ist. Und ich sage jetzt unseres mit Absicht auf meine deutschen Wurzeln zurückgehend, spreche ich von Deutschland, aber auch hier von Belgien, wobei ich hier von Belgien weiß, dass hier noch viele Leute zur Beichte gehen. Das habe ich mir bereits erzählen lassen. Also von daher ist das immer noch so. Und natürlich daneben eben, wie gesagt, die ganzen modernen Mittel, die die Kirche auch noch hat, um an die Information zu kommen, wie sie kommen möchte. Es gibt da ja auch ein interessantes Zitat von, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wer das war und in welchem Buch das war, aber da wurde ganz klar gesagt, dass diese ganzen Nachrichtendienste, dass die alles nichts sind im Verhältnis zu dem Nachrichtendienst, den die Jesuiten stellen. Und die Jesuiten, wissen wir ja, übersehen alle anderen Nachrichtendienste. Ja? Also der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz, der israelische Mossad, der MI5, MI6, CIA, NSA, diese ganzen, was wir als Geheimdienste oder Nachrichtendienste kennen, sind alle unter dem Hut der Jesuiten geben unter dem Hut der Jesuiten ihre Informationen preis. Dessen Zentrale sitzt in Rom, im Vatikan. Von da aus werden all diese Geheimdienste mehr oder weniger gesteuert. Die meisten wissen gar nicht, dass sie fremdgesteuert sind. Die meisten wissen gar nicht, dass es die Jesuiten sind, die sie kontrollieren. Viele wissen es, aber die meisten wissen es nicht. Aber deswegen haben die Jesuiten und damit natürlich der militärische Orden der römisch-katholischen Kirche eine unglaublich große, einen unglaublich großen Einfluss eben auf die Menschen, weil sie eben wissen, was die Menschen tun. Ob die Menschen ihnen das jetzt mitteilen oder nicht. Wenn sie es nicht mitteilen, dann bekommen sie es auf eine der vorher genannten Arten und Weisen raus. Jetzt aber zu dem Buch. Enthüllung über die geheime Beichte vor dem Priester. Es ist für einen Protestanten völlig unmöglich, den Einfluss zu verstehen, den das Dogma der zwischen Anführungszeichen Ohrenbeichte auf den Geist und das Gewissen der römischen Katholiken ausübt. Denn ihnen wird beigebracht zu glauben, dass Jesus Christus sie eingeführt hat und dass die Beichte für die Erlösung unerlässlich ist. Ja, die Beichte ist ein Sakrament in der römisch-katholischen Kirche. Und mit diesem Sakrament verdiene ich meine Punkte, mit denen ich in den Himmel komme. Weil in der römisch-katholischen Kirche ist Erlösung eine Art und Weise, die nur durch Arbeiten erreicht werden kann. Ja? Durch meine eigenen Werke. Und in der Bibel steht ganz klar drin, dass wir durch den Glauben errettet sind, durch die Gnade des Herrn, wenn wir an Jesus Christus und sein vollendetes Werk am Kreuz glauben und das bekräftigen und verkünden, dann sind wir durch den Glauben errettet, auf dass niemand sich rühme, so wie es in der Bibel steht. Aber Katholiken lesen die Bibel nicht, wissen nicht, was das wahre Christentum ist. Und von daher wird ihnen beigebracht zu glauben, dass nicht nur Jesus Christus die Beichte so eingeführt hat, wie sie heute in der Kirche durchgeführt wird. Man darf ja nicht vergessen, der Priester ist ja ein alter Christo, ein anderer Christus. Ja? Der Priester stellt sich daher hin und sagt so, ich bin jetzt Jesus und deswegen musst du mir alles beichten. Und dass das für die Erlösung unerlässlich ist. Ja, was für die Erlösung unerlässlich ist, das ist Jesus Christus für seine Erlösung anzunehmen und ihm seine Sünden zu beichten in einem persönlichen Gespräch, aber nicht, dass man das einem römisch-katholischen Priester mitteilt. Aber das wird den Katholiken eben beigebracht. Und deswegen haben Protestanten das ein bisschen Probleme mit, das zu verstehen. Dafür können sie dann gerne solches Buch lesen, weil wenn ich den Gedankengang eines Katholiken nicht verstehe, dann kann ich ja auch einen Katholiken gar nicht davon überzeugen, aus seiner Kirche rauszukommen. Weil ich kann ihm ja dann gar nicht aufzeigen, wo die Fehler sind. Ich muss immer alles an der Bibel messen. Die Bibel auf der einen Seite und die Lehre des Menschen auf der anderen.
Und da muss ich die beiden gegeneinander halten und vergleichen. Und da, wo die Dinge biblisch sind, die der Mensch sagt, dann ist es okay. Aber da, wo der Mensch oder die Lehre des Menschen von dem abweicht, was das Wort Gottes sagt, da muss ich sehen, dass ich besser dem Vater im Himmel gehorche als dem Menschen. Der Romanist glaubt, fährt der Autor fort oder die Autorin fort, dass Jesus Christus für die Sünde gestorben ist und es dem Menschen dadurch ermöglicht hat, der ewigen Strafe für die Sünde zu entgehen. Aber der Romanist weiß nichts von Jesus als persönlichem Erlöser, als einzigem Vermittler zwischen Gott und den Menschen, wie er geschrieben steht im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Ja, ich hatte das hier merkwürdig geschrieben im Buch, deswegen, also 2, Bindestrich 5, also es ist 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. So steht es geschrieben. Er verlässt sich für sein Heil auf die Sakramente der Kirche, also der Katholik, und die richterliche Macht der Priester, die ihm seine Sünden vergeben. Auf diese Weise stellt die römische Kirche den Priester über Gott, denn sie erkennt zwar an, dass Gott die Sünden vergibt, doch indem sie lehrt, dass die Beichte beim Priester für die Erlösung unerlässlich ist, stellt sie Gott einfach hinter den Priester zurück. Denn der Priester vergibt wirklich und Gott bestätigt lediglich die erteilte Absolution. Wenn Sie einen römisch-katholischen Priester fragen würden, wo und wann seine Kirche zum ersten Mal die Lehre der Ohrenbeichte angenommen hat, dann würde er Sie sofort auf die Worte unseres Herrn verweisen: Empfangt den Heiligen Geist, wessen Sünden ihr vergeben sollt, denen sind sie vergeben, und wessen Sünden ihr behalten sollt, die bleiben erhalten. Und er würde ihnen sagen, dass Christus, als er diese Worte gebrauchte, nicht nur die Ohrenbeichte einführte, sondern auch seinen Aposteln die gerichtliche Vollmacht gab, Sünden zu vergeben, und dass diese Vollmacht durch die apostolische Sukzession, also apostolische Nachfolge, auf die Priester der heutigen Zeit übertragen wurde und dass sie die einzigen wahren Diener des Evangeliums sind. Niemand kann leugnen, dass unser Heiland diese Worte gebraucht hat. Aber ich bestreite mit allem Nachdruck, sagt die Autorin, dass er damit das gotteslästerliche und obszöne Dogma der Ohrenbeichte eingeführt hat. Und ich stimme ihr da vollkommen zu. Alleine schon die apostolische Sukzession, auf die Priester sich berufen, gibt es gar nicht. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass die Macht, die Jesus Christus auf die Apostel übertragen hat, von den Aposteln auf andere Menschen übertragbar war. Ja, die Apostel hatten die Macht, um Menschen den Heiligen Geist zu geben durch Handauflegen, wie wir in Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln und ganz sicher Kapitel 8 legen, wo wir Bekanntschaft machen mit Simon Magus. Die Möglichkeit hatten sie, ja. Aber es ist nicht so, dass sie Menschen die Hand aufgelegt haben und die auf einmal den Heiligen Geist gekriegt haben und die da vorher noch keine Ahnung von hatten. Das waren schon Menschen, die im Glauben waren, ja. Aber dass diese Handlung, die die Apostel damals gemacht haben, übertragen wurden auf andere, um das ebenso zu machen, das steht da nicht drin. Und das ist auch vollkommen unlogisch, wenn man die Geschichte der 70. Woche von Daniel kennt. Weil schließlich ist es ja so, dass Jesus Christus seine 7 Jahre Ministerium, die letzte Woche von den 70 Jahrwochen, die in Daniel Kapitel 9 bestimmt werden, dass er die Hälfte dieser 7 Jahre im Fleische auf dieser Welt zugebracht hat und dann am Kreuz für andere, nicht für sich selbst gestorben ist, und dass seine Apostel genau das, was er gemacht hat, fortgesetzt haben bis zum Ende der 70. Jahrwoche. Wir wissen damit genau, das passierte bis zu dem Moment in Kapitel 7, wenn ich mich jetzt nicht irre, der Apostelgeschichte, wo Stephanus gesteinigt wurde. Danach wurde dann das Evangelium auch nicht nur den Juden gegeben, sondern ist es eben auch an die Heiden mitgeteilt worden. Da war aber die 70. Jahrwoche zu Ende. Und Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass seine Apostel die Macht, die er vom Vater bekommen hat, auch empfangen haben, um diese 70. Jahrwoche zu vollenden.
Die Apostel konnten in der Zeit nicht nur Menschen den Heiligen Geist geben, sie konnten auch Tote erwecken, sie konnten Krankheiten heilen und sie haben Sünden vergeben. Das ist richtig. Genau die Aussage, die hier drin steht. Wessen Sünden ihr vergeben sollt, denen sind sie vergeben und wessen Sünden ihr behalten sollt, die bleiben erhalten. Ja? Was ihr auf Erden bindet, das soll gebunden sein auf Erden und was ihr im Himmel bindet, soll gebunden sein im Himmel. Und was frei ist auf Erden oder freigelassen ist auf Erden, soll auch im Himmel freigelassen sein. So steht es geschrieben. Und von daher ist das vollkommen richtig, was die Autorin hier sagt. Aber eben diese apostolische Sukzession, das ist eine reine Erfüllung der römisch-katholischen Kirche, die alleine schon mit der Lüge beginnt, dass Petrus der erste Papst war. Und Petrus war nicht der erste Papst. Petrus war nie in Rom. Das ist noch eine ganz andere Sache. Da habe ich auch schon viele Sendungen drüber gemacht und viel drüber gesprochen. Aber diese ganzen Dinge muss man als Vorkenntnis halt mitbringen, um hier eben auch zu verstehen, wo die Schwester Shepherd hier drüber spricht. Ja? Niemand kann leugnen, dass unser Heiland diese Worte gebraucht hat. Stimmt. Aber ich bestreite mit allem Nachdruck, und ich schließe mich 100% dabei an, dass er damit das gotteslästerliche und obszöne Dogma der Ohrenbeichte eingeführt hat. Bis zum Jahr 1215 nach Christus war das Sündenbekenntnis in der römischen Kirche eine freiwillige Angelegenheit. Es erfreute sich seit 2 Jahrhunderten immer größerer Beliebtheit. Es wurde sehr empfohlen, aber erst 1215 wurde es zu einem Artikel des Glaubens gemacht. Antichrist Innozenz III. War zu dieser Zeit Papst und er berief das vierte Laterankonzil 1215 nach Christus ein, dessen 21. Kanon lautet: Jeder Gläubige beiderlei Geschlecht soll, nachdem er die Volljährigkeit erlangt hat, allein mindestens einmal im Jahr seinem Priester treu alle seine Sünden beichten und sich bemühen, die ihm auferlegte Buße nach seinen Kräften zu vollziehen, indem er ehrfürchtig am Sakrament der Eucharistie, wenigstens zu Ostern, teilnimmt. Es sei denn, dass er, vielleicht auf Anraten seines Priesters, aus irgendeinem vernünftigen Grund beschließt, eine Zeit lang davon abzusehen. Andernfalls sollen die Lebenden am Betreten der Kirche gehindert und den Toten das christliche Begräbnis vorenthalten werden. Ende Zitat. Nun, man muss natürlich hier auch wissen, 1215, Laterankonzil, das ist natürlich auch die Zeit, wo die Inquisition eingeführt wurde. Ja? Wir hatten davor bereits die Kreuzzüge im 11. und 12. Jahrhundert und hier zu Anfang des 13. Jahrhunderts wurde dann die Inquisition eingeführt. Und eben gemeinsam mit der Einführung der Inquisition haben wir eben auch diesen Artikel des Glaubens, dass eben diese Ohrenbeichte eingeführt wird. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und da könnt ihr ja gerne nochmal auch das Buch von Henry Charles Lear, das ich gelesen habe, über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter euch anschauen und die Lesungen verfolgen. Das Bekenntnis, fährt die Autorin fort, in seiner heutigen Form ist hauptsächlich das Werk der Väter von Trient. Also dann sprechen wir nochmal 300 Jahre später. Ne? Erstes Laterankonzil 1215, Konzil von Trient 1545, also 330 Jahre später. Die Synode erließ die folgenden Kanons zur Buße. Also die Synode im Konzil von Trient. Ja? Zitat: Wenn jemand leugnet, dass zur vollständigen und vollkommenen Vergebung der Sünden des Büßers 3 Taten als Substanz des Bußsakraments erforderlich sind, nämlich Reue, Beichte und Zufriedenstellung, die 3 Teile der Buße genannt werden, oder wenn er leugnet, dass es nur 2 Teile der Buße gibt, die Schrecken, die das Gewissen ergreifen, wenn die Sünde eingestanden wird und den Glauben, der aus dem Evangelium oder der Absolution empfangen wird, durch den jemand glaubt, dass durch Christus seine Sünden vergeben sind, er sei verflucht. Das ist eine von über 120 Verfluchungen, die im Konzil von Trient ausgesprochen wurden, wo die Protestanten die Lehre der Bibel hochgehalten haben, und die römisch-katholische Kirche die Lehre der Bibel 125 Mal, glaube ich, verdammt hat. Und da kann man sich dann solche Bücher nochmal angucken wie
Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Der Glaube und die Kirche, da von Neuner Roos, das Buch, das ich ja schon ein paar Mal erwähnt hatte, da stehen ja viele Beschlüsse des Konzils von Trient drin. Ja? Also, wenn jemand leugnet, dass zur vollständigen und vollkommenen Vergebung der Sünden des Büßers drei Taten als Substanz erforderlich sind, das sagt die römisch-katholische Kirche, nämlich Reue, Beichte und Zufriedenstellung. Ja, also Reue, da stimme ich ja zu. Wenn ich meine Sünden meinem Herrn Jesus Christus beichte, dann muss ich sie auch bereuen. Wenn ich meine Taten nicht bereue, muss ich sie ja nicht beichten, muss ich sie ihm ja nicht mitteilen. Ich teile ja nur solche Dinge mit, die ich bereue. Und bereuen heißt dann eben auch, dass ich in der Zukunft von solchen Handlungen Abstand nehmen will. Na? Natürlich, Reue ist wichtig. Aber Beichte und Zufriedenstellung ist eine andere Sache. Weil Beichte heißt, dass ich das hier einem Menschen erzählen muss, einem anderen Christus, alter Christo, einem Priester. Und Zufriedenstellung, das will sagen, das bezieht sich im Grunde auf die vom Priester auferlegte Arbeit, die ich tun muss, um diese Sünde wegzuarbeiten. Also zum Beispiel 20 Ave Maria sagen, 10 Vater Unser und 25 Mal auf den Knien um die Kirche rumrutschen. Um jetzt ein Beispiel zu geben. Jetzt müsst ihr nicht lachen. Das mit um die Kirche rumrutschen auf den Knien, das ist tatsächlich so von Priestern verordnet worden. Du musst so und so viel Mal hier um die Kirche oder was auf deinen Knien rum, um Buße zu tun. Das ist dann die Zufriedenstellung. Wenn also jemand leugnet, dass zur vollständigen und vollkommenen Vergebung der Sünden des Büßers drei Taten als Substanz des Bußsakraments erforderlich sind, er sei verflucht. Zweiter Punkt. Ebenso im Kanon der Synode des Konzils von Trient. Das ja das Konzil war, das die Jesuiten einberufen hatten, wenige Jahre nachdem sie 1540 durch Papst Paul III. Ordiniert wurden, und das 18 Jahre bis 1563 mit Unterbrechungen gelaufen ist. Vollständig in der Hand der Jesuiten. Vollständige Jesuitenkontrolle über diese Synode, über dieses Konzil. Und wenn man weiß, wer die Jesuiten sind, ja, dann muss man sich nicht fragen, welche Beschlüsse dort genommen wurden. Das steht ja eben auch in dem Buch Der Glaube und die Kirche von Neuner und Roos. Und da lesen wir jetzt hier eben gerade mal draus vor. Also, ein weiterer Kanon zur Buße. Zitat: Wenn jemand leugnet, dass die sakramentale Beichte entweder durch göttliche Autorität eingeführt wurde, oder dass sie für die Erlösung notwendig ist, oder wenn jemand behauptet, dass die geheime Beichte vor dem Priester allein, die katholische Kirche von Anfang an befolgt hat und immer noch befolgt, der Einsetzung und dem Auftrag Christi fremd ist und eine menschliche Erfindung darstellt, er sei verflucht. Nun, je mehr man sich mit dem römischen Katechismus beschäftigt, desto mehr versteht man, dass es eher eine reine menschliche Tradition ist, die dieses Sakrament oder überhaupt die Sakramente eingeführt hat. Ja, in der Bibel gibt es nur zwei Sakramente, die ich nicht mal Sakramente nennen möchte, weil Sakramente sind heilige Handlungen, die zur Erlösung notwendig sind. In der Bibel gibt es nur zwei Handlungen, von denen gesagt wird, dass ein bibelgläubiger Christ sie tun sollte. Das ist nämlich die Taufe, ne? Man muss wiedergeboren sein, wie Jesus Christus ja bereits sagte, außer jemand ist wiedergeboren durch Wasser und Geist, der sieht das Königreich Gottes nicht, das Himmelreich nicht. Und das zweite sogenannte Sakrament ist das Abendmahl. Ne? Darauf ist ja die römisch-katholische Kirche total aufgebaut. Da nennen sie es ja die Eucharistie. Wir nennen das die Kommunion, ja, das Abendmahl nennen wir das. Und die römisch-katholische Kirche nennt das anders. Die hat da was anderes von gemacht. Aber das sind die einzigen zwei Dinge, die in der Bibel ordiniert sind. Und das ist nicht erlösungswichtig. Also die Taufe ja. Wobei ich persönlich der Meinung bin immer noch, weil ich bin ja auch noch nicht in dieser Welt durch Wasser, durch Untertauchen getauft, ja. Ich meine, dass es um die geistige Erneuerung geht, ja? Dass ich dadurch automatisch im Geist erneuert bin und getauft bin. Nun, ich werde die Wassertaufe irgendwann mal nachholen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber das ist eine, ich sag mal, Handlung,
wo gesagt wird von, die ist zur Erlösung wichtig. Ich sträube mich da, das so wirklich in die Tat umzusetzen, aus der Hinsicht, weil wir eben nicht durch unsere Werke erlöst sind. Und wenn die Taufe im Wasser, das Untertauchen, ein Werk ist, dann ist es ja eine Erlösung, eine Werkserlösung eben auch. Nein, das kann es aber nicht sein. Es gibt ja auch viele Menschen, die erlöst wurden und die hatten nie die Möglichkeit, im Wasser getauft zu werden. Und die Menschen gibt es heute immer noch. Und ich persönlich habe ja auch Schwierigkeiten, Menschen zu finden, denen ich so viel Vertrauen entgegenbringe, dass ich sage, wenn du mich taufst, dann finde ich das auch akzeptabel dafür. Also das kann nicht jeder, das hat nicht jeder. Und ich bin ganz sicher davon, dass es im Grunde hier auch nur um die spirituelle Meinung dieser Wiedergeburt geht. Ja? Dass man eben in Christus eingetaucht und untergetaucht wird. Dass man durch Abstand zu nehmen von seinem bisherigen Leben, durch seine Sünden dem Herrn zu bekennen, also sie Jesus Christus zu bekennen, der ja unser Vermittler ist zwischen dem Menschen, zwischen uns und Vater. Wir kommen nicht zum Vater außer durch Christus, wie er sagt, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben keinen direkten Zugang mehr zum Vater. Dafür haben wir Jesus Christus eben, dass ich durch ihn im Geist akzeptiert die Taufe habe. Und man merkt das ja. Man merkt es dann ja, wenn man nachher im Geist eben auch verändert ist. Also ich habe das bei mir jedenfalls ganz deutlich gemerkt. Und die Veränderungen finden immer noch statt. Ja? Da gibt es eine gute Aussprache zu, die mein englischer oder mein amerikanischer Bruder, englisch sprechender Bruder Tom Fress immer gebraucht. Er sagt immer, die Rechtfertigung geschieht in einem Augenblick, in dem Augenblick, wenn man Christus und Yahweh annimmt, in dem Augenblick bin ich gerechtfertigt, genau wie in der Bibel geschrieben steht über Abraham, sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das lesen wir im 15. Kapitel Buch Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, also der Herr, ihm als Gerechtigkeit an. Womit hier in der Bibel noch eine kleine Bemerkung dabei steht, wo eben sagt, und er war einer, der dem Herrn glaubte. Im Hebräischen ist eine beständige Haltung angedeutet. Eine beständige Haltung will sagen, durch diesen Glauben verhalte ich mich ja auch anders als diejenigen, die eben nicht glauben. Ja? Und Tom sagt eben immer, diese Gerechtigkeit, diese Anrechnung der Gerechtigkeit durch den Glauben, das ist etwas, was in einem Moment, wie im Fingerschnippen, zack, passiert, aber unsere Seligwerdung, unsere Heiligwerdung, das ist ein lebenslanger Prozess. Je weiter wir in dem Glauben kommen, desto mehr verstehen wir unseren Vater im Himmel, desto mehr verstehen und befolgen wir seine Gesetze und desto mehr und mehr legen wir alte Gewohnheiten und alte Taten in unserem Leben ab. Und ich kann dann nur mal eben für mich persönlich sprechen. Ich rauche inzwischen seit Jahren nicht mehr. Das ist nicht biblisch zu rauchen. Ne? Ich rauche nicht mehr. Ich trinke seit Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe früher exzessiv Alkohol geraucht. Und viele andere Dinge in meinem Verhalten sind vollständig geändert. Und nicht deswegen, weil ich jetzt sage, diese Dinge muss ich ändern. Nein, weil mir die Dinge auf einmal nicht mehr die Befriedigung geben, die sie mir vorher gegeben haben. Und wenn etwas mir keinen Vorteil verschafft, eine Befriedigung oder was auch immer, dann lasse ich es eben. Ich fühle mich da nicht mehr gut bei. Paulus hat da mal ein sehr schönes Zitat beigebracht. Na, es ist mehr als nur ein Zitat bringen. Es steht geschrieben in Römer Kapitel 7. Ja? Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich
durch dasselbe. Und es geht noch weiter in Römer Kapitel 7 und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Es heißt weiter, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe ich nicht mehr dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und den Rest von Kapitel 7 könnt ihr gerne selber lesen. Aber das finde ich ganz, ganz starke Sprüche. Und wir müssen uns immer daran erinnern, so gut wie wir auch immer zwischen Anführungszeichen gerne sein wollen. Das ist ja der Apostel Paulus, der hier spricht. Und ich kenne keinen Heiligen, der mehr heilig war als der Apostel Paulus. Und jetzt versteht mich nicht verkehrt, die Heiligen in der Bibel sind die Lebenden. Ja, ich spreche auch zu der Zeit, wo er gelebt hat, wo er das eingestanden hat. Alleine schon die Größe zu haben und die Einsicht zu haben, das einzugestehen, das macht ihn für mich heilig. Deswegen verehre ich Paulus nicht. Paulus ist ein Bruder in Christus, der gestorben ist und ich werde ihn hoffentlich in der Auferstehung wieder treffen. Oder werde ihn treffen, getroffen habe ich ihn ja noch nicht. Werde ihn dann treffen, werde ihn dann sehen, werde mit ihm Bekanntschaft machen können. Ich weiß nicht, wie es läuft bei der Auferstehung. Aber ich kann nur ganz klar sagen, die Einsicht, die Paulus hier hatte, das ist eine Einsicht, die jeder Mensch dadurch bekommt, wenn er eben durch den Glauben gerechtfertigt wird. Und das ist etwas so ganz anderes als das, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Und das ist eben der Punkt, den ich hier mit diesem Lesen machen wollte. Wenn jemand leugnet, dass die sakramentale Beichte entweder durch göttliche Autorität eingeführt wurde, oder dass sie für die Erlösung notwendig ist, oder wenn jemand behauptet, dass die geheime Beichte vor dem Priester allein, die die katholische Kirche von Anfang an befolgt hat und noch immer befolgt, der Einsetzung und dem Auftrag Christi fremd ist und eine menschliche Erfindung darstellt, er sei verflucht. Die sakramentale Beichte wurde nicht durch göttliche Autorität eingeführt, weil die göttliche Autorität, unser Vater im Himmel, hat kein einziges Sakrament eingeführt. Sakramente sind Werke zur Erlösung in der römisch-katholischen Kirche, hat nichts mit wahrer Bibellehre zu tun. So klar ist das und deswegen wird man hier in Trient, auf dem Konzil von Trient, für solche Dinge eben auch verflucht. Der nächste Punkt. Wenn jemand sagt, dass das Sakrament der Buße nicht auf göttliche Anordnung zur Vergebung der Sünden notwendig ist, um alle und jede Todsünde zu bekennen, an die man sich mit gebührender und sorgfältiger Überlegung erinnern kann, selbst geheime Vergehen, er sei verflucht. Und jetzt gehe ich schon wieder hier. Jetzt gebrauchen Sie einen Term Todsünde. Zeigt mir doch bitte mal den Term in der Bibel. Todsünde ist kein biblischer Term, ist ein römisch-katholischer Term. In der Bibel steht ganz klar drin, dass durch die Sünde des einen, nämlich Adam, der Tod in die Welt kam und der Lohn der Sünde ist der Tod, das steht da drin. Da steht also mit anderen Worten, egal welche Sünde du begehst, dadurch, dass du sündigst, bist du automatisch tot. Und hier wird natürlich jetzt über den geistigen Tod gesprochen. Um eben aber geistig zum Leben zu kommen, muss ich auch die geistige Erlösung annehmen. Also die Vergebung der Sünden, dadurch, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Es gibt keine Todsünde. Es gibt keine Sakramente.
Also der erste Satz hier gleich. Wenn jemand sagt, dass das Sakrament der Buße nicht auf göttliche Anordnung zur Vergebung der Sünden notwendig ist. Ja, das sage ich, weil Gott gibt uns kein Sakrament. Die römisch-katholische Kirche gibt uns ein Sakrament. Eine Handlung, die wir tun müssen, um gerettet zu werden. Ich bin aber gerettet aufgrund dessen, dass ich meinen Glauben bekenne. Genau wie Abraham. Der Glaube wird mir als Gerechtigkeit angerechnet. Nicht irgendwelche Taten, auch keine Beichte oder irgendwas oder eine Buße, die ich als Folge der Beichte oder sowas tue. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Protestantismus oder zwischen biblischem Christentum und Katholizismus. Und ich sage jetzt mit Absicht nicht katholisches Christentum, weil das gibt's nicht. Das ist ein Oxymoron. Katholizismus ist kein Christentum. Ja? Der große Unterschied zwischen wahrer Bibellehre und allen anderen Lehren, ist es jetzt Katholizismus oder ist es Protestantismus? Ist es die Lehre der Reformation in irgendwelcher sogenannten reformierten Kirche folgen? Baptisten, Methodisten, Siebentagsadventisten, Calvinisten, Lutheranisten, wo auch immer ich das folge. All diese ganzen Kirchen sind schon längst wieder unter die Flügel von Rom zurückgekehrt durch den Ökumenismus, haben alle ihre Glaubenslehre angepasst an das, was Rom lehrt. Und Rom sagt, wenn jemand sagt, dass das Sakrament der Buße nicht auf göttliche Anordnung zur Vergebung der Sünden notwendig ist, der sei verflucht. Das ist nicht biblisch, weil in der Bibel ist die Buße kein Sakrament. In der Bibel gibt es kein einziges Sakrament. Es gibt, wie gesagt, zwei Taten, die man, an denen man die Leute erkennt, dass sie eben wahre Christen sind. Und das sind einerseits, dass sie wiedergeboren sind im Geist und im Wasser und dass sie das Abendmahl halten, über das ich ja einige Male gesprochen habe in Das Salz der Erde. Wobei ich mich da von Kommentaren ja enthalten habe, sonst hätte ich da sagen können, da wird es auch ein wenig anders gemacht, als es in der Bibel steht. Aber da wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Das sind jetzt also schon drei Verfluchungen aus dem Konzil von Trient über die Form des Bekenntnisses. Ein weiterer Punkt hier aus dem Konzil von Trient lautet, wenn jemand sagt, die sakramentale Absolution durch den Priester sei keine richterliche Handlung, sondern ein bloßer Dienst, der dem Beichtenden den Sündenerlass ausspricht und erklärt, sofern er nur glaubt, dass er freigesprochen ist, auch wenn der Priester nicht ernsthaft, sondern im Scherz freisprechen solle, er sei verflucht. Nächster Punkt. Wenn jemand sagt, dass die ganze Strafe zusammen mit der Schuld immer von Gott erlassen wird und dass die Genugtuung der Büßer nichts anderes ist als der Glaube, durch den sie begreifen, dass Christus für sie Genugtuung geleistet hat, er sei verflucht. Also, jetzt nochmal eben langsam. Lasst uns das mal eben auf der Zunge zergehen. Das katholische Konzil von Trient sagt, wenn jemand sagt, dass die ganze Strafe zusammen mit der Schuld immer von Gott erlassen wird. Also Gott ist es, der mir meine Sünden erlässt. Und dass die Genugtuung der Büßer nichts anderes ist als der Glaube, durch den sie begreifen, dass Christus für sie Genugtuung geleistet hat, der sei verflucht. Alleine mit dieser einen Aussage stellt das Konzil von Trient das ganze Neue Testament nicht nur in Frage, sondern weist es ab. Verflucht alles, was im Neuen Testament gelehrt wurde. Nur mit diesem einen Satz. Nochmal. Langsam. Und die Seiten, die ich lese, werde ich als Bilder in diesem Video veröffentlichen. Dann könnt ihr es selbst nochmal ruhig schauen, auch wenn ihr euch das Buch nicht besorgen wollt. Wenn ihr euch das Buch besorgen wollt, werdet ihr sehen, das ist auf Seite 5 der erste volle Absatz. Wenn jemand sagt, dass die ganze Strafe zusammen mit der Schuld immer von Gott erlassen wird, also nicht vom Menschen, nicht vom Priester, und dass die Genugtuung der Büßer nichts anderes ist als der Glaube, durch den sie begreifen, dass Christus für sie Genugtuung geleistet hat, er sei verflucht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und vergleicht das mal mit dem, was in der Bibel steht.
Aber wir sind noch nicht durch. Im Konzil von Trient wurden noch viel mehr Dinge gesagt. Und die nächste Aussage aus dem Konzil von Trient in dem Kanon lautet, Zitat, wenn jemand sagt, dass die Priester, die in Todsünde sind, nicht die Macht haben zu binden oder zu lösen, oder dass die Priester nicht die einzigen Diener der Absolution sind, er sei verflucht. Also mit anderen Worten, ich begehe nach römisch-katholischer Sicht eine Todsünde. Ich gehe damit zu einem Priester, um meine Todsünde, zwischen Anführungszeichen, bitteschön, dem Priester mitzuteilen und zu beichten. Aber der Priester befindet sich selbst in einer Todsünde. Und ich finde, dass einer, der selber in der Todsünde ist, ja wohl nicht in der Lage ist, meine Sünden zu binden oder zu lösen. Wenn ich das behaupte, dann bin ich verflucht. Das heißt, der Priester steht über dem Gesetz. Hier steht der Priester über dem Gesetz Gottes. Da aber der Priester ein alter Christus, ein anderer Christus ist und in der römisch-katholischen Kirche sowieso gelehrt wird, dass Christus Gott ist, steht hier der Priester über Gott. Das ist für mich ein ganz klarer Beweis dessen, dass wir hier einen Beweis haben, dass die römisch-katholische Kirche die Verwirklichung ist von dem, was unser Herr uns mitgeteilt hat im zweiten Brief der Thessaloniker. Wenn wir da Kapitel 2 lesen, da steht in Vers 4, ne, es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, also der Antichrist, und dann Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, das ist der Körper, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Genau das wird hier vollständig meines Verständnisses nach erfüllt, wenn wir das lesen, wenn jemand sagt, dass die Priester, die in Todsünde sind, nicht die Macht haben zu binden oder zu lösen, oder dass die Priester nicht die einzigen Diener der Absolution sind, er sei verflucht. Das sind die päpstlichen Lehren der Neuzeit über die Beichte. Ohne Reue, Buße und Beichte kann es keine vollkommene Vergebung der Sünden geben. Das Bekenntnis der Sünden vor einem Priester ist notwendig für die Heilung. Das sind die päpstlichen Lehren. Jede Todsünde, auch die schändlichste, muss einem Priester gebeichtet werden, sonst kann es keine Vergebung durch Gott geben. Jede Frage, die dem reuigen Sünder vom Beichtvater gestellt wird, muss beantwortet werden, egal wie viel Scham damit verbunden ist. Dadurch, dass die Ohrenbeichte zu einem Glaubenssatz gemacht wurde, wird sie für das Gewissen der Katholiken verbindlich. Und sie als wesentlich für das Heil zu leugnen, bedeutet, eine schwere Todsünde zu begehen. Und die Katholiken werden gelehrt, dass sie, sollten sie das Unglück haben, in eine Todsünde zu fallen, sich keine Ruhe gönnen dürfen, bis sie diese demütig gebeichtet haben. Und sie werden auch daran erinnert, dass sie, wenn sie eine Todsünde absichtlich verheimlichen, sich einer anderen schuldig machen. Und die Frauen werden darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie sich einer Todsünde unter dem Titel der Unreinheit schuldig gemacht haben und die Bescheidenheit sie davor zurückschrecken lässt, sie dem Priester, der schließlich ein Mann ist, zu bekennen, daran denken müssen, dass diese Bescheidenheit eine falsche ist, die ihnen vom Teufel gegeben wurde, um zu versuchen, von ihrer Seele Besitz zu ergreifen. Man sagt den Frauen auch, dass falsche Scham ein Zeichen der Unbußfertigkeit ist und dass sie, wenn sie nicht bereit sind, sich der Kasteiung zu unterziehen, sie dem Priester zu bekennen, die Schande erleiden werden, am Tag des Gerichts vor allen Geschöpfen bloßgestellt zu werden und im Höllenfeuer zu brennen. Und als Ermutigung, jede noch so schändliche Todsünde zu bekennen, wird den katholischen Frauen gesagt, dass dies ein Beweis für die Gnade der Bekehrung und Aufrichtigkeit ist und dem Beichtvater große Freude bereitet, der die menschliche Schwäche und das Elend nur zu gut kennt und Mitleid mit ihnen haben wird, und dass er unter schwersten Strafen, sowohl weltlicher als auch geistlicher Art, verpflichtet ist, für immer die strengste Verschwiegenheit zu wahren.
Wie streng die Verschwiegenheit ist, das können wir in vielen anderen Büchern nachlesen, unter anderem in dem von mir erwähnten Buch von Charles Chiniquy. Da hat er als Priester ja selbst erlebt, wie die verschiedenen anderen Priester da im Café sich darüber lustig machen, was die Frauen ihnen alles gebeichtet haben. Sie haben darüber gelacht, sie haben es laut hinausgejohlt. Das Priestergeheimnis ist auch nicht das Geheimnis, da haben wir auch schon mal früher drüber gesprochen, dass eben teilweise diese sogenannten gebeichteten Sünden dann eben weitergegeben werden, um eben, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge, bestimmte Pläne zu erfüllen. Ja? Gerade bei Griesinger hatten wir das gelesen, wo es um die Regizide ging, also um die Königsmorde ging, wo da bestimmte Beichtväter ihr Schweigegelübde gebrochen haben. Aus wiederum anderen Gründen, die eben auch von der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Da muss man sich nochmal mit der Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche auseinandersetzen und das ist ja der Grund, weshalb ich das gesagt hatte, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich euch das Buch von dem Lothar Grassmann von 1937 über den Liguori dabei nochmal empfohlen habe. So, jetzt sind wir bei einer fast einer Stunde angekommen. Das nächste Kapitel des Buches lautet Einteilung der Sünde. Und da werden wir nächstes Mal fortfahren. Ich denke, dass mit diesem ersten Teil, auch wenn wir nur knapp 5 Seiten oder besser gesagt 3 Seiten wirklich an Text in diesem Buch gelesen haben, dass ihr da genügend mit habt, um darüber nachzudenken und dann zu entscheiden, ob ihr dieser Lesung folgen wollt oder nicht folgen wollt. Und auch zu sehen, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt darüber, dass ihr immer und immer nur die Bibel konsultieren könnt. Nur in der Bibel steht hierüber die ganz klare Wahrheit drin. Und wenn irgendein Mensch sagt, so und so musst du verfahren, wenn du gesündigt hast, dann musst du das, was der Mensch dir sagt, an der Bibel messen. Ist das wirklich so? Gott vergibt die Sünden. Kein Mensch. Außer der Mensch ist von Gott eingesetzt, wie es damals Jesus Christus war, der von Gott seinem Geist erfüllt war. Gott, der Vater, wohnte in ihm. Deswegen sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott war ganz vom Geist Gottes erfüllt. Und er hat die Macht und Autorität, die Gott ihm gegeben hat, als Menschen, weitergegeben an seine Apostel, um die 70. Jahrwoche zu vollenden. Und danach hat das aufgehört. Und keiner kann mir beweisen, dass es die sogenannte apostolische Sukzession, von der die römisch-katholische Kirche immer spricht, auch tatsächlich gibt. Und wer mir das nicht biblisch beweisen kann, der sollte besser schweigen. Deswegen hat Martin Luther auch gesagt, Konzilien haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Päpste haben sich in der Vergangenheit widersprochen und geirrt. Wenn man mir nicht durch die Heilige Schrift und gesunden Menschenverstand beweisen kann, dass meine Schriften falsch sind, also dass mein Glaube falsch ist, dass mein Glaube gegen die Bibel geht, wenn man mir das nicht mit der Bibel beweisen kann, dann kann ich nichts zurückziehen oder widerrufen. Und genauso kann ich nichts widerrufen von dem, was ich hier gesagt habe, außer mir kann jemand anhand der Bibel beweisen, dass das nicht korrekt ist. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir dann das Video Einteilung der Sünde lesen, das Video, den Abschnitt Einteilung der Sünde aus dem Buch in der Videolesung machen und dann in dem Buch fortfahren. Wir haben ja noch knapp 40 Seiten vor uns. Für heute danke ich fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich hoffe, dass viele Zuschauer von meinem Hauptkanal, wo dieses Video ja erst erscheint, rüberkommen auf den rein deutschen Kanal. Da können Sie sich dann dieses Video noch einmal angucken, was als erstes Video dort im Februar veröffentlicht wird. Und danach geht es dann mit der Lesung weiter auf dem rein deutschen Kanal mit dem zweiten Kapitel in diesem Buch Einteilung der Sünde. Für heute danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und verbleibe mit demselben Gruß wie schon immer, nicht aus Tradition, sondern weil Wiederholung vielleicht dazu führt, dass mehr Leute es endlich tun werden. Bitte lest eure Bibel. Maranatha.